So, es geht weiter. Ein paar einfache Zeichentechniken in Illustrator, Hintergrund und vielleicht ein Untergrund. Ja, dann muss man nur darauf achten, in welcher Ebene man gerade ist. Die Ebenenpalette ist deswegen ganz wichtig. Wir haben hier gefüllte Ebenen und leere Ebenen. Wie Sie sehen, funktioniert der Trick aus Photoshop, dass Sie mit der Alt-Taste auf eines dieser Augen klicken können. Hier auch. Sie klicken also mit Alt-Taste auf eines der Augen, dann wird diese Ebene alleine angezeigt. Wenn Sie noch einmal mit Alt-Taste hier draufklicken, werden da alle Ebenen angezeigt. Man kann also sehr schön gucken, was hier eigentlich auf den Ebenen liegt. Zum Beispiel auf Ebene 4 nichts. Sehr lustig, ja. Die brauchen wir vielleicht gleich noch. Auf Ebene 6 auch nichts. Jetzt zeichne ich mal für die Nachbarbebauung zwei Rechtecke, nur um Ihnen zu zeigen, wie sowas funktioniert. Ein Rechteck für den Untergrund und dahinter hinter dem Ganzen ein Weiß-Blau-Verlauf für den Himmel. Okay, diese Rechtecke zeichne ich auf der gleichen Ebene, wie die CAD-Zeichnung auch ist. Sie können sich beim Zeichnen, genauso wie im CAD-Programm, Fangpunkte anzeigen lassen. Das ist natürlich auch ganz praktisch, weil wir haben ja schließlich eine Vektorzeichnung, deswegen ist es natürlich auch gut, wenn die Vektoren benutzt werden als Orientierung. Dazu müssen Sie im Ansichtsmenü die Smart Guides aktivieren, Steuerung oder APU. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Dann bekommen Sie hier alle naslang irgendwas angezeigt, zum Beispiel Ankerpunkt oder Schnittpunkt und so weiter. Ich zeichne jetzt hier einfach mal ein Rechteck hin. Sie sehen schon, dass da wirklich dauernd irgendwelche Hilfslinien erscheinen, was natürlich sehr angenehm ist. Und genauso. Natürlich kann man auch spiegeln in Illustrator, also im Prinzip natürlich alle Basis-CAD-Zeichentechniken gehen hier auch. Ich aktiviere jetzt beide Flächen, den schwarzen Pfeil bekomme ich mit dem Kurzweg-Taste V, genau wie in InDesign. So, jetzt kann ich beide Flächen anklicken, muss mal gucken, dass ich hier nicht alles auswähle. Die Pfadanzeige ist dann so, dass er sozusagen die Gruppe anzeigt. Ich kann jetzt diese Fläche mal ein bisschen weniger hell machen, weniger dunkel machen. Sie haben ja dann eigentlich eine CAD-Zeichnung an der Stelle, sodass das ein bisschen anders aussieht. Jetzt zeichne ich noch ein Rechteck, und zwar hier unten hin. Das soll ein bisschen dunkler werden. Und das wäre dann für den Untergrund, wenn man so will. Jetzt kommt ein Verlauf noch dahin. Ich möchte Ihnen noch zeigen, wie Sie den Himmel quasi mit einem Verlauf auch simulieren können. Dazu ist es wieder wichtig, die Ebene auszugucken, wo das passieren soll. Am besten natürlich eine Ebene, die unterhalb der CAD-Ebene liegt, damit der Verlauf erst einmal vollflächig reingemalt werden kann. Jetzt ist es so, der Verlauf wird nicht wie in Photoshop mit einer Linie gezeichnet, sondern der Verlauf füllt eine Fläche, die Sie vorher zeichnen, am besten in diesem Fall ein Rechteck. Ich habe das Rechteckwerkzeug auch noch ausgewählt. Ich zeichne diese Fläche jetzt zunächst mal auf dieser ominösen Ebene 6, die unter der CAD-Zeichnung liegt, da ist sie. Und jetzt kann ich die Verlaufspalette mal öffnen, Gradient. Ich habe schon einen richtigen Verlauf, Sie können sich das aber auch hier anzeigen lassen, was es hier für Verläufe gibt. Und dann können Sie den entsprechend konfigurieren, indem Sie hier auf diese Farbtöpfchen klicken, doppelt, und dann können Sie hier die Farben konfigurieren. Wie Sie sehen, kann man auch den Winkel konfigurieren, der ist in diesem Moment auch noch nicht ganz korrekt. Ich schreibe hier mal 90 rein. Jetzt ist der Verlauf offensichtlich richtig. Ich ändere jetzt mal hier den Punkt mit dem Weiß. Wenn Sie das Ganze ein bisschen anders haben wollen, das heißt, wenn dieser Verlauf ein bisschen dramatischer werden soll, dann verkleinern Sie halt dieses Rechteck und schon haben Sie da hinten etwas mehr Weiß zu sehen. So, das wär's. Noch eine Kleinigkeit fällt mir gerade ein. Manch einer ist irritiert, dass die Zeichnung manchmal ganz anders aussieht als hier. Hier ist es ja sehr schön alles. Manchmal sieht es eben so aus. Und das liegt eben genau an diesem Befehl Ansicht, Preview oder Outline. Also Entwurf oder Struktur heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und das andere heißt, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ist auch egal, dort können Sie es jedenfalls umschalten. Und so sieht es dann wieder korrekt aus. Was hier auffällt, ist, dass die Umrandung dieser beiden Flächen irgendwie komisch aussieht. Da gibt es eigentlich einen schwarzen Strich. Und zwar auch in der Dicke wie die anderen Linien. Aber aus irgendeinem Grunde sehe ich das nicht. Also lege ich mal diese beiden Flächen noch darüber. Ich ziehe einfach das auf diese leere Ebene 4. Und jetzt müsste es auch ein bisschen anders aussehen. Sieht es hier aus.
Was ich immer noch komisch finde, ist, dass das wesentlich dünner aussieht als diese Linien. Und die sind ja auch bloß 0,25 Punkt. Und hier ist die Umrandung doch eigentlich auch 0,25 Punkt und ist eigentlich auch schwarz. Also das ist jetzt gerade ein Rätsel. Ich mache das mal ein bisschen dicker. Sieht immer noch nicht anders aus. Okay, egal. Sie hätten ja auf jeden Fall eine korrekte CAD-Zeichnung dort, deswegen haben Sie dieses Problem eh nicht. Das war's. Ich zeige Ihnen jetzt in einem letzten Abschnitt noch, wie Sie da ein paar kleine Staffage-Elemente reinbekommen, wobei das eigentlich fast schon klar ist, denn die werden auch platziert und können dann skaliert werden. Aber das zeige ich Ihnen trotzdem noch mal ganz kurz, damit Sie beruhigt zu Werke gehen.